So, damit herzlich willkommen zurück. Wir sind letzte Folge leider verstorben. Da sieht man auch das wundervolle X. Ja. Genau. Machen wir mal Speedy Transport. Wieder ein wunderschöner Grabstein. So. Ich habe jetzt ein bisschen herumprobiert mit den Einstellungen jetzt an dem Rechner, mit dem Mikrofon. Ich hoffe, es funktioniert jetzt doch ein bisschen besser, auch bei der nächsten Moorwind-Aufnahme. Ich muss auch etwas besser lernen, klarer zu reden, damit das nicht ganz so dumpf klingt. Ich habe festgestellt, dass das vielleicht auch an meiner Aussprache liegt. Dafür, dass ich keinerlei professionelle Ausbildung dafür habe. Naja, gut, ich muss es halt ausprobieren und selber lernen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, für so einen Kurs zu zahlen. Ja, ich wette drauf, es gibt irgendwo Kurse, die man so buchen kann. Aber ja. So, wir waren dabei, hier die eine Zwischenebene einzuziehen. Ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, einen Vorschlag mit etwas helleren Drawern. Und ich habe auch offline schon ein bisschen rumprobiert und werde nächste Woche Freitag euch dann mal vorstellen, was ich mir rausgesucht habe. Jetzt schon so vorweg. Ich werde zumindest für das grundlegende Holz schon was farmen, weil das größere Mengen sind, die wir dafür brauchen werden. Ja. Und dann mal schauen, vielleicht funktioniert das doch ganz gut. Und man kann, ich weiß nicht, ob ihr das schon so von der Drawer-Mod kennt, das stelle ich auf jeden Fall nächste Folge vor. Man kann nicht nur selbst herstellen von den Sachen, die man halt so als Holz hat und direkt daraus bauen, sondern man kann auch so einen Tapezierertisch benutzen. Und ich denke, gerade hier für das hier kann man etwas tiefer in die Special-Tasche greifen. So. Ich hoffe, ich falle jetzt. Ich glaube, ich falle nicht noch einmal herunter. Ich hoffe es. Aber wir haben es ja eh schon fast geschafft. Die Ebene ist fast fertig. Eine Überlegung auch von mir ist, das Ganze so ein bisschen farb zu kodieren. Von wegen, was ist was? So, keine Ahnung. Holzbraun. Ganz simpel. Ist die Frage, welche Farbe könnte man für Stein nehmen? Vielleicht so schwarz oder sowas? Für Essen? Für Grünzeug, für Pflanzen? Oh, ups. Gerade für Laub. Wobei Laub gehört eigentlich noch zu Bäumen dazu. Aber für Gräser und so, das gibt es ja durch Biomes Oplenty doch zur Genüge. Das wäre dann. Hallo Kater. Da hatte ich gerade was Weiches an den Beinen. Oh Gott. Jetzt vertragen sich die zwei im Moment so super toll und jetzt schleicht der eine hier durch die Gegend und geht wahrscheinlich gleich auf seinen Bruder los. Aber eher im Spiel. Wow. Das nenne ich Vibration. Gott, ich liebe solchen Bass. Das ist, ja. Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren. Super. Farbkodierung. Kodierung. Sprechen ist immer noch verdammt schwierig. So, wir haben eh nur noch dieses kleine Eck hier links. Sehr gut. Yay. Na komm. Ja. Ich muss auch noch mal schauen, wie wir das mit der Aufnahme mit Chansu zusammen machen. Denn er sitzt ja dann normalerweise direkt neben mir. Gut, im Moment ist er gerade nicht da. Wie wir das mit der Soundaufnahme machen, dass ihr ihn vielleicht besser hört, weil ich festgestellt habe, der Sound bei dem Mikrofon ist viel, viel schöner, wenn ich es nicht so empfindlich einstelle. Jetzt ist aber das Problem, wenn wir jetzt ins TS gehen würden,
macht das eine massive Rückkopplung. Also da müssten wir vielleicht noch ein bisschen rumprobieren. Das heißt, es kann sein, dass nächste Folge soundtechnisch nicht so einwandfrei funktionieren wird, weil wir erstmal rumprobieren müssen. Aber auch das ist etwas, was wir hoffentlich gut zusammenbringen. Weil das große Problem ist, es kann sein, dass ich dann doppelt gemoppelt hörbar bin. Und ich habe immer noch nicht rausbekommen, wie ich bei meinem Schnittprogramm dafür sorge, dass die leisen Frequenzen rausgeschnitten werden. Dass man zum Beispiel Tastengeräusche nicht hört, irgendein Hintergrundgedudel oder halt im TS mich selbst. Dementsprechend, ja. Kann es sein, dass es nächste Woche ein bisschen komplizierter wird, aber ja. Wir probieren es aus, damit ihr ihn auch besser hören könnt. Ohne Tasten. So. Ursprünglich hatte ich gerade über Farbkodierung geredet, und zwar von Grünzeug wie Blumen oder Farbe und so weiter. Das gibt es ja auch. Und diese Sachen, ja, könnte man zum Beispiel grün machen, Farbe, keine Ahnung, rot. Also jeder Stoff, auch Stein, kann als Farbkodierung herhalten. Des Weiteren habe ich, da wir im Moment offline an Chanzo-Sachen ein bisschen weitergebaut haben, habe ich hier die zwei Felder hier vorne und das weiter hinten für Essenssachen, die wir regelmäßig brauchen, bestellt und auch so ein bisschen das, was wir an Ressourcen für eben Chanzos Zeug drüben brauchten, ein bisschen umgestellt. Aber jetzt nicht so groß weitergebaut. Das mache ich alles mit euch zusammen. Ja. Weil wir wollen ja jetzt doch auch bald mal langsam in den Nether. Deswegen sind wir gerade dabei, Chanzos Sachen monstersicher zu machen. Das heißt, wir bauen Türen ein, unter anderem. Und inzwischen sieht es auch so weit aus, also nächste Folge können wir vielleicht auch mal ein bisschen rüberluren, wie es da denn im Moment so ausschaut. Das ist ja auch wieder ein bisschen weiter gediehen. Diese Tasche ist übrigens inzwischen pumpenvoll. Ja. Ich weiß eigentlich gerade gar nicht, was drin ist alles, aber Zeug. Viel Zeug. Unter anderem ein Tinkers Construct Hammer, den ich euch dann auch nächste Folge, wenn ich dran denke, vorführen kann. Den hat auch Chanzo gebaut und ich hoffe, er erklärt vielleicht nächste Folge auch ein bisschen zur Tinkers Construct Schmiede, weil dafür ist er zuständig sozusagen. Und die ist wirklich hübsch geworden. So, die Dinger hier können wir erstmal abbauen. Die brauchen wir später eh. Alles gut, Kater? Ich glaube, er hat gerade irgendwas draußen gesehen. So. Das Einzige, was ich noch schauen muss, was Erweiterung mit dem Farbkodierungsding machen. Also, die geben ja auch einen Rand drumherum. Ob dann nicht meine Idee mit dem Farbkodieren totaler Bullshit ist. Ne? Wäre blöd. Brauchen wir uns die Mühe und die Ressourcen gar nicht dafür verschwenden. Ja, und jetzt probiere ich erstmal aus, wie man das hier am schönsten anordnet. Weil so böse es klingt, das ist gar nicht so leicht, das so anzuordnen, dass es hübsch ausschaut und praktikabel ist. Was ist los, Luca? Gut, ihr habt das Mountain jetzt gerade nicht gehört. Das zweite war ich. Das ist fast reflexartig. Wenn die Katers mouncen, mounce ich zurück. Und ja, der Kater klingt tatsächlich so gurrend. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, dieses Gurren aufzunehmen. Dann habe ich Beweise, dass dieser Kater tatsächlich so dämlich klingt. So.
Beziehungsweise halt nicht nach einer Katze. Und das tun beide Kater nicht. Der eine klingt wie eine kaputte Quietscheente, auf die man drauftritt. Und der zweite meistens eher wie eine Taube oder etwas Ähnliches. So. Wobei, wir hatten auch schon früher eine Katze, die klang wie ein schreiendes Baby. Bis wir raus hatten, dass die Katze das ist. Weil wenn du plötzlich im Keller ein schreiendes Baby hörst, in deinem eigenen, vor allem nachts, das ist echt creepy. Bis wir raus hatten, dass die Katze so klingt. Naja. Okay, die Jungs machen gerade ultra dämlichen... Ich bin gerade so froh, dass die Spülmaschine spiegelt, weil so kann ich sehen, was der Kater anstellt. Der gerade mehr oder weniger eine kaputte Kiste... Ja, sie funktionieren Kisten gerne als Betten um. Sehr cat-like. Und diese Kiste ist eigentlich schon so zerstört. Wir müssten die eigentlich mal wegschmeißen, aber der eine Kater liebt diese Kiste. Und er schläft so gerne da drin. Ja. Ja, die Anordnung ist besser. Weil mit dem Zweiergang... Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob euch lieber ein zweibreiter Gang ist oder ein dreibreiter Gang. Je nachdem, weil ein Gang hier an der Seite, der zweibreit ist, ist doch echt beengt. Dementsprechend, ja... Dreibreiter Gang ist halt leider auch sehr, ja, platzfressend, weil man dadurch, ja, wobei eigentlich müsste es vom Platz her auf dieser Ebene reichen, dass wir alles unterbekommen, gerade mit den Vierern und der Tatsache, dass wir die ja auch größentechnisch erweitern können, dementsprechend müsste das gehen. Genau, das ist die richtige. So, dann machen wir das einfach nur, um meinem Gehirn einen Gefallen zu tun. Um mehr geht's in dem Fall hier gar nicht. Denn mein Hirn liebt gleichmäßige Sachen und symmetrische Sachen. Oder gezielt unsymmetrische Sachen. Die aber dann irgendwie absichtlich wirken. Das ist zum Beispiel bei Gesichtern, Muttermale an bestimmten Stellen. Solche prägnanten Sachen, die dürfen dann wiederum nicht symmetrisch sein, weil die sehen dann blöd aus. Ja. Mein Hirn ist speziell anders. Naja. Ich mag mein Gehirn meistens, wenn ich nicht gerade im Clinch mit ihm liege. So. Gut, das... Theoretisch ist da unten ja eine Höhle. Das heißt, irgendwann in den nächsten Folgen können wir auch eine Höhlentour machen. Wobei, ja... Das müssten wir dann schauen. Genauso müsste ich das Streaming-Setup mal vielleicht durchschauen, damit... Weil ich denke, gerade am Anfang... ist Minecraft eins der besten Spiele, die man im Stream spielen kann. Zumal ich keine zwei Bildschirme am Rechner habe aktuell. Ich müsste einen zweiten Bildschirm kaufen, weil ich ja dann einen alten Rechner mit einem winzigen alten Bildschirm, den ich ursprünglich dafür verwendet hatte, als Zweitbildschirm jetzt an dem Rechner hängt. Und da ich jetzt zwei Rechner habe, aber nur zwei Bildschirme, kann ich nicht an einen Zweischrank machen. Das geht leider nicht. Deswegen muss ich dann auch mal schauen, wie ich mit euch im Chat kommunizieren kann. Eventuell nehme ich einfach irgendein Tablet oder so und lasse so den Chat mitlaufen. Auch wenn jetzt gerade am Anfang wahrscheinlich nicht die übersprudelndste Aktivität dort herrschen wird. Aber meine Güte, nicht, dass einer reinkommt, was schreibt und ich sehe es nicht. Das wäre blöd. Und sehr schade, gerade wo ich doch recht klein bin, dass es genügend Zeit und Raum hätte, tatsächlich normal mit jemandem zu reden.
Deswegen weiß ich auch nicht, wie weit ich überhaupt möchte, wirklich größer zu werden, gerade bei Twitch. Weil die Interaktion mit den Leuten, die da sind, wird halt immer kleiner, je mehr Leute es werden. Das ist leider so. Denn so schnell kann ich gerade, wenn die Spieler auch nicht lesen. Schön wäre es, aber leider ist dem nicht so. Ja. Aber mal schauen, was die Zeit so bringt. Na, wir machen das Loch hier mal zu. Wir haben jetzt einen besseren Zugang zu der Höhle. Im Hintergrund schön Gedüdel. Ach Gott. Und ich freue mich schon ein bisschen auf den Urlaub. Auf ein wundervolles, kleines Vereinstreffen eigentlich. Na gut, klein ist relativ. Aber es ist doch immer noch eine kleine geschlossene Gruppierung. Und wir gehen jedes Jahr einmal im Jahr zelten. Beziehungsweise halt Großteil der Leute. Ich weiß gar nicht, ob es Großteil inzwischen ist. Aber es gibt einen Teil, die zelten. Es gibt einen Teil, wir sind meistens in irgendwelchen Jugendherbergen. Und verbringen eine Woche gemeinsam. Mit viel Aktivitäten und drum und dran. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute dieses Jahr kommen. Also ich glaube, eins der größten Treffen waren über 400 Leute. Irgendwie sowas. Mal sehen, wie viele es dieses Jahr werden. Ich hoffe etwas ruhiger. Und ich hoffe, weil wir tatsächlich dieses Jahr wieder zelten, dass wir im Trockenen auf- und abbauen können. Aufbauen geht nass noch, aber abbauen ist... Also so 2-3 Tage vor dem Abbau sollte es möglichst nicht regnen. Denn gerade größere Zelte sind dann richtig toll, wenn man die im Garten dann nochmal zum Trocknen auslegen muss. Und man muss sie halt auch vom Gewicht nass einpacken. So. Den Zugang da hinten haben wir jetzt fertig. Ich weiß nicht, ich glaube die Dreierbreite ist vielleicht doch besser. Gerade zum Sehen, wo was ist. Na? Hm. Das ist gar nicht so leicht. Zu viele Möglichkeiten. Viel zu viele Möglichkeiten. So. Mal die ganzen Sachen hier zusammenstauchen. Genau. Und ich werde wohl... es gibt, wie heißt das, von Bibiocraft, müsste ich mal schauen, ob die noch so Schildchen drin haben, die man auch beschriften kann. Ich glaube, die könnten etwas hübscher aussehen als die Standard-Minecraft-Schilder. So. Was haben wir denn da? Limestone. Puh, wir haben schon ganz schön viel Limestone. Okay, also es wird wohl auch bald sehr dringend notwendig, Zusätze zu machen für die Kapazität der Drawer. Denn das ist wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen wenig Platz. Beziehungsweise etwas zu viel Ressourcen für zu wenig Platz. So, das sortieren wir jetzt alles mal hier rüber. Dann können wir die Drawer hier oben nämlich schon mal abbauen. Wundervoll. So. Das sind mehr. Dementsprechend bekommt ihr das. So. Immer schön zur Musik wippen. Ja. Ja, ich müsste dann auch mal demnächst schauen, was überhaupt alles gespawnt ist. Also wir könnten vielleicht auch im Stream, das wird sich da vielleicht auch etwas besser anbieten, da ein bisschen zu reisen. Und ich werde dann auch die Streamaufnahmen mit aufnehmen.
Lokal und entsprechend dann schneiden in, denke ich, wieder 20 bis 30 Minuten Folgen und sie dann normal als YouTube-Folgen weiter hochladen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Gerade für die Leute, die vielleicht nicht beim Stream dabei sein können. Und die Aufnahmen sind auf Twitch ja auch nicht ewig verfügbar. So. Und da mir das so blöd ist, dann ganze Streams hochzuladen, das ist dann irgendwie, ich weiß nicht. Gerade bei sowas. Ich schneide sie dann am besten zusammen. So, was mache ich da jetzt? Stein. Ja, ich müsste echt mal gucken. Vielleicht finde ich auch noch irgendwo eine kleine Mod oder so mit schönen Schildern, mit denen man das dann machen kann. Ja, das gefällt mir auch noch nicht so ganz gut. Wir haben aber auch noch keine schönen Lampen. Von dem her... Ja... Da kommen dann auch noch andere Lampen rein. Oder vielleicht, wenn wir endlich im Nether waren, auch leuchtende Steine. Das geht ja auch. Und etwas, das dann auch... Es gibt eine riesige Liste an Dingen, die wir noch tun müssten. Das ist natürlich einwandfrei. Und ich werde die über die Hälfte eh wieder vergessen haben bis zum nächsten Mal. Dementsprechend werden sie mir dann wieder neu einfallen. Und ich denke mir, das habe ich doch mit Sicherheit schon mal gesagt. Und das habe ich wahrscheinlich bei den Sachen größtenteils auch schon getan. Also verzeiht mein löchriges Hirn. Mein Gedächtnis funktioniert manchmal bei manchen Sachen einwandfrei und bei anderen Sachen so, pff, Information. Wozu brauchst du die überhaupt? Ne? Ja, so, wir könnten die Steinsachen... Ja, gut, das geht. Ja, das ist immer dieses Umsortieren. Aber gut. Ja, gut, so geht's auch. Das sind viele Stacks. Verdammt viele Stacks. Sticky Stack Stacks. So. Die nächsten Steine. Wobei wir vielleicht so... Nee, wir brauchen Netherquarz dafür in größeren Mengen. Es gibt ein paar Sachen zum Anzeigen, ob die Drawer voll sind. Aber so viel Netherquarz haben wir leider nicht, um das zu machen, wenn ich mich richtig erinnere. Dementsprechend... Ja... Ich muss immer mal wieder kurz zwischendurch gucken, ob die Jungs hier irgendeinen Blödsinn machen, weil die gerade etwas aktiver geworden sind. Normalerweise schlafen die um die Uhrzeit. Ja, wobei demnächst ist ESSEN-Zeit. Buchstabierend checken sie es zum Glück nicht, sonst hätten wir jetzt gleich hier einen schreienden Kater vor dem Mikro. Dementsprechend, da, also die kennen das Wort, die verstehen auch sehr gut, was das Wort bedeutet. Von dem her. Dumme, liebesbedürftige und vor allem hungrige Eumel. Ja, wobei, ich habe jetzt später mir schon überlegt, dass wir die Dinger hier nur drei hoch machen. Denn gerade mit den tropfenden Wasserstellen müssen wir schauen, dass wir noch eine Decke einziehen. Und dementsprechend macht es mehr Sinn, das Ganze drei hoch zu lassen und nicht vier hoch. Schaut, glaube ich, auch besser aus. Im
Dann können wir vielleicht auch eine hellere Decke einziehen. Müssen mal schauen, was es da an Materialien gibt. Vielleicht Marpel? Irgendwie so etwas? Ich glaube, der Underground Construction Marmor ist recht weiß. Den könnte man vielleicht dafür verwenden. Jo. Ja, die Sachen können wir noch nicht so gut auseinander. Wobei, das sind Steine. Steinziegel. Treppen. Okay. So. Okay, ich denke... Ah, toll, jetzt habe ich wieder nichts in der Tasche. Das war jetzt klar. So. Die können wir einfach mitnehmen. Na komm. Da zieht der... Den sortieren wir einfach mal hier mit rein. Da ist noch mehr Marbel. Miss Marple. Oh Gott, als Kind, ich habe Miss Marple geliebt. Das ist, ich habe diese Dame derart gefeiert als Kind. Weiß gar nicht, kommt sowas noch im normalen Fernsehen? Ich schaue kein Fernsehen mehr, deswegen, also... Beziehungsweise wenn dann um 2 oder 3 in der Früh irgendwelche Real-Krimi-Sachen, meistens aus den USA. Wobei auch dafür gewisse Internetanbieter beziehungsweise so Streaming-Anbieter auch sehr gute Alternativen haben. Ich glaube, mit Netflix habe ich eigentlich seitdem nahezu gar kein Fernsehen mehr geschaut. YouTube, Netflix, Twitch. Alles mit deutlich weniger Werbung. Da passt nichts mehr rein. Das brauchst du gar nicht versuchen. Ups. Ja. Steuerung. Juhu. Haben wir es dann jetzt? Es fängt das Pinkeln wieder an. Wundervoll. Das ist ein richtig genialer Abschluss. Ah. Denn wenn ich so auf die Uhr schaue, sind wir schon wieder längst über unsere Zeit drüber. Mal wieder. Ja. Ich hoffe einfach, dass es wäre so schön in Realität, diesen Shortcut zu haben. Naja. 2, 3. Oh, ich habe es sogar direkt gemacht. So. Ja. Ich denke, ein 3er-Abstand ist deutlich besser. So kann man es machen. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Folge endlich wieder ohne Nachgequatsche. Ich wünsche euch dann sonst ein wundervolles Wochenende. Schönes Wetter, nicht zu heiß. Vielleicht auch Ferien, wenn ihr sowas noch habt. Und mit diesem
dieser wundervollen Minecraft-Geplinker-Musik und dem letzten Ding hier würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.